Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das so einfach gehen würde, sich versöhnen, ohne Zögern Frieden schließen, nicht warten, dass der andere sich bewegt, sondern selbst den ersten Schritt machen. Ich musste an ein Familienseminar denken, bei dem sich die Ehepaare Familienwappen gestalten sollten. Also welches Bild, welches Wort steht für uns? Was ist für uns typisch? Ein Ehepaar malte auf das Wappen zwei Sektgläser und erklärte dazu: Wir geraten ziemlich schnell mal aneinander und werfen uns Dinge an den Kopf, die uns hinterher leid tun. Deswegen steht seit einiger Zeit bei uns im Kühlschrank immer eine Flasche Sekt. Wenn es mal wieder so weit ist, dass wir etwas im Gespräch ausdiskutieren müssen, dann stoßen wir zuerst an, aufeinander und auf unsere Liebe. Die stellen wir nicht in Frage. Die Basis, auf der Frieden und Versöhnung möglich werden, besteht darin, dem anderen bei aller berechtigten Kritik sein Existenzrecht, seine Würde, das Gute nicht abzusprechen. Nicht Dummkopf, gottloser Narr oder was uns sonst noch alles so einfallen könnte, sondern auch du bist ein Geschöpf Gottes und auch mit dir und deiner Art hat Gott etwas vor. Wir entscheiden selbst darüber, welche Gedanken über andere wir zulassen und pflegen. Wer verzeihen kann, tut sich selbst die größte Wohltat. Und trotzdem, es gibt Momente, da fällt uns wirklich nichts Gutes über einen Mitmenschen ein. Aber dann, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir immer noch für ihn beten. Gott sieht mehr.